Jo, heute wollte ich mal Mann, Alter, halt die Fresse, Alter. Du laberst immer nur Scheiße! Mann! Ah, alter Typ, ey. Sorry, ich rede mal kurz mit mir. Ja, ich wollte mal heute mal eine kleine Roomtour mit euch machen. Fange ich am besten mal hier an. Was ist das hier? Treppenhaus? Ja. Bevor Milzers Bruder das Apartment gekauft hat, hat er nicht mitbekommen, dass hier gebaut wird. Ich hoffe mal, dass das bald hier ein Ende hat. Ich weiß nicht, warum das ausgerechnet in dem Zeitraum passieren muss, wenn wir hier sind, aber so ist das nun beim Showgeschäft. Nützt nichts. So, ich beginne mal hier mit dieser schönen, massiven, sicheren Tür. Da fühlt man sich gleich wieder heimisch. Weil ich ja so lange im Knast war, fühle ich mich irgendwie. Man fühlt sich in dem Knast ja auch manchmal auch sicher. Ne? Es ist ja nicht so, dass man da immer nur denkt, Knast wäre nur frei, also dass man die Freiheit nimmt, aber Knast kann auch Sicherheit bringen. So, diese Tür ist massiv, man kann nichts, aber das glaube ich nicht, dass da jemand leicht, klar kannst du einbrechen, kannst ja irgendwie überall einbrechen, aber nicht so leicht jetzt hier in diesem Fall. Dann haben wir noch eine normale Tür, die kann man natürlich aufmachen lassen und dann das Fenster zumachen, aufmachen und diese Tür, damit ich eine natürliche Aircondition habe. So viel dazu, das ist schon mal alles ganz schön und gut, okay. Das Apartment hat 17.000 Euro gekostet vor einem Jahr. Igor, der mir jetzt das Bruder hat, ist gekauft mit seiner Frau zusammen. Und da seine Frau aus Venezuela kommt, haben die jetzt keine zusätzlichen Kosten. Das heißt, dieses Apartment hat rein 17.000 Euro gekostet. Wenn wir jetzt hier ein kaufen würden, Apartment hier in Venezuela, würden wir erstmal den Kaufpreis bezahlen und dann kommen noch der Anwalt, der Notar und dann hast du noch diverse Steuerscheiße, die du zahlen musst, dass du die Wohnung umschreibst. Das kostet auch nochmal insgesamt 4.000 Dollar. So, okay, das ist aber immer noch ich denke mal, das ist immer noch okay. Ja, zu diesem Apartment jetzt, was soll ich sagen? Also das ist eigentlich ein unglaublicher Ausblick. Und das war's dann auch. Nein, okay. Ich fange es mit der positiven Sache an. Also du hast wirklich, wie gesagt, also wirklich einen tollen Ausblick. Du hast einen Sonnenaufgang. Da hinten, also auf der anderen Seite kannst du einen Sonnenuntergang sehen. Vom Treppenhaus. Nur das Problem ist, jetzt fangen wir hier mit den Fenstern zum Beispiel an. Die lassen sich hier nicht mehr öffnen. Also diese Fenster lassen sich nicht öffnen. Das ist irgendwie hier im Arsch kaputt. Das ist kaputt. Hier kommen irgendwie, weiß ich nicht, dass das vielleicht wodurch das kommt. Es ist ja nicht so viel Regen hier. Keine Ahnung, das ist da hinten im anderen Raum auch so. Okay, Fenster sind nicht so toll. Das müsste auch wahrscheinlich erneuert werden, keine Ahnung. Ja, die Möbel hier. Okay, das ist ja egal, das kann man ja rausschmeißen und neu kaufen. So, vom Ding her, vom Schnitt her, eigentlich gar nicht so übel, gar nicht so schlecht. Eine alte Küche. Küche ist nicht so der Hit. Ich habe hier kein Licht. Hier zieht es, Digga. Nee, so wäre das nichts. Na egal. Die Küche ist nicht so der Hit. Halt oldschool ein bisschen aus den 80er Jahren, würde ich sagen.
Aber das sieht doch ziemlich 60er Jahre. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Herd ist schon oldschool alt. Kühlschrank, naja, ist noch akzeptabel, ist okay. Da kann man nicht meckern. Für uns okay. Ich meine, es ist halt alt, aber jetzt nicht irgendwie total ausgeranzt, abgeranzt. Es geht gerade noch. Ja, das Wasser, dazu komme ich später. Ja, hier ist so eine kleine Abstellkammer. Für halt ja, so Waschmittel und so ein Scheiß. Unwichtig. Ja, dann gehen wir weiter. Aber hier. Hier ist das Kinderzimmer oder kann auch als Gästezimmer genutzt werden. Hier ist auch so ein Wandschrank. Das Fenster lässt sich auch nicht schließen und öffnen. Das ist so geil, ey. Das ist so geil. Und dann wollte ich nochmal zeigen. Achso, ja, die Fliesen. Die Fliesen. Ja, da wollte ich nochmal zeigen. Guck das mal. Die haben über diese Sockel haben sie noch einen zweiten Sockel gemacht, um Zeit zu sparen. Also die Fliesen wurden hier neu gemacht. Also Igor, der Besitzer hier, hat das machen lassen und war leider nicht da. Und seine Frau war hier oder keine Ahnung, oder eine Freundin, die das irgendwie ein bisschen so gemanagt hat. Man darf aber wirklich jetzt hier nichts erwarten in dem Land hier. Ne? Und er hat auch nicht wenig bezahlt, muss ich sagen. Also es war schon echt, ich glaube mit dem Material 1600, ich habe keine Ahnung, für die ganze Wohnung. Nur, okay, das ist erst nicht schlecht gemacht. Nur die Fugen, weiß ich nicht, was die da gemacht haben. Entweder ist jemand gleich mit schmutzigen Füßen da reingegangen und nachdem verfugt worden ist, oder ich hätte einfach eine dunklere Fuge genommen, dann hättest du das Problem jetzt hier nicht. Also Miliz hat vorhin nochmal sauber gemacht, das kriegst du nicht sauber. Also das ist, tja. Ja, hier unten sind die alten Fliesen, sieht man das, ich weiß nicht. Egal. Ja, das ist schon mal scheiße ein bisschen. Keine Übergangsschiene hier, keine Ahnung. Aber das Geilste ist hier, ey. Ah, nur mal hier, ey. Du kannst hier nicht aufmachen. Also, es geht nicht. Du kannst hier nicht aufmachen, weil die hier gefliest haben. Die haben hier die Schränke zugefliest. Ich lach mich kaputt, Alter. Die Schränke zufließen. Wie kann man? Aber na gut. Da weiß ich nicht, da waren die Fliesen alle oder keine Ahnung, oder Material alle. Ich habe keine Ahnung, was, warum, wieso. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Also zum Badezimmer, das ist sowieso ein spezieller Fall, da komme ich zum Schluss. Hier ist das Schlafzimmer, ist eigentlich, ja, wie gesagt, eigentlich schöner Raum. Schöner Raum. Hier auch nochmal so ein Wandschrank. Und hier, genau, das ist schon wieder so, wo man immer so rausguckt und denkt sich, oh, scheiß auf alles, ey. Scheiß auf die Fliesen, scheiß auf die Küche, scheiß auf sonstiges Dreck hier, was hier irgendwie so Mann, geiler Deutsch, Alter. Scheiß auf die ganzen anderen Mängel, sagen wir es mal so, auf Deutsch gesagt. Genau, weil das ist hier echt wirklich herrlich. Habe ich schon ein paar Mal gezeigt, muss ich immer wieder mal hier... mal zeigen, ja, okay. Was wollte ich noch sagen über das Apartment? Ach ja, genau, man hat hier in Venezuela, oh Mann, das muss ich noch mal kurz erklären. Venezuela hast du echt hier, glaube ich, habe das schon mal erzählt, glaube ich, echt Schwierigkeiten mit Wasser überall, beziehungsweise, ja, ich denke mal, das ist speziell auf der Insel hier. Weil die halt irgendwie keinen Zugang haben zu Wasser. Da werden speziell kommen irgendwie Tanker, die füllen irgendwie unten so riesen Tanks. Oder kommt irgendwie eine, keine Ahnung, wie das Tanker mit LKW gefahren und dann pumpen die dann irgendwie das Wasser in diesen Tanks hier. So, hier musst du dann natürlich aufmachen, hier machst du auf. Und dann werden diese Tanks gefüllt. Und dann reicht das, bis die alle sind, ne? Also, und das wurde auch neu gemacht und es war auch irgendwie so ein Murks, keine Ahnung, die Pumpe ist kaputt gegangen, man weiß nicht warum, da musste nochmal jemand kommen, die heil machen, als wir gekommen sind. Ah, die Toiletten sind ein bisschen, keine Ahnung. Und dann frage ich mich, warum man nicht auch, wenn man, ich weiß nicht, warum Dirk das, Igor das nicht veranlasst hat oder die paar Quadratmeter auch bezahlen können. Jetzt hast du hier so einigermaßen, okay, schöne Fliesen vom Ding her. Und dann hast du hier so eine Oldschool-Dinger, die kriegst du auch nicht mal sauber. Guck mal, hässliche Fugen unten.
das sieht echt nach Rotz aus. Das ist einfach nur ekelhaft und dreckig. Und das kann man hier nicht, ich meine, er will es ja vermieten, das kann man so nicht vermieten. Da musst du schon echt, ich habe keine Ahnung, also. Also ich mache jetzt auch das Video, gerade weil Miliza nicht da ist. Ich glaube, ich darf nichts gegen ihren Bruder sagen. Also, aber vom Ding her ist das vielleicht auch gar nicht immer so schlecht. Guck mal, 17.000 Euro. Okay, ich glaube, wenn er wirklich nochmal paar tausend Euro hier investiert, eine neue Küche macht, vielleicht noch ein bisschen hier kaschiert, die ganzen Scheißdinger, die hier fabriziert worden sind, dass da noch mal ein bisschen nachgearbeitet wird, vielleicht neue Fliesen immer im Badezimmer und die Fenster neu. Ich glaube, dann kann man irgendwie, wenn das hier wirklich tatsächlich so weit ist, dass man da, dass hier Tourismus hier im großen Stil stattfindet, was bis jetzt noch nicht der Fall ist, dann kann man bestimmt auch gut Geld machen. Also okay, also ja, was soll ich sagen? Und es werden bestimmt hier die Immobilienpreise steigen demnächst. Ja, dann haben wir hier. Oh, die Dusche, mein Gott, also die ist wirklich, das ist schon ekelhaft. Also da kommt jemand und wechselt das alles, also da kommt irgendjemand, der tauscht das alles. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich noch dazu sagen? Also man duscht, wenn das Wasser da ist und man füllt die Tanks und dann alles, was man da hat, also alles, was man an Gefäßen zur Verfügung hat, das füllt man mit Wasser, falls irgendwie doch Wasser nicht kommt oder was weiß ich. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Hast du hier die Klimaanlage? Also die ist auch irgendwie nur Murks. Keine Ahnung, die ist irgendwie... was ist? Also die, hör mal, da denkst du... Hör dir das mal an, ey. Also denkst du, landet ein Flugzeug gleich. Achso, ja. Und dann wollte ich noch mal was Lustiges zeigen. Wenn du jetzt hier, wenn man hier jetzt beispielsweise nur ein bisschen was Wasser laufen lässt. Ah, ja. Dann läuft die Pumpe. Und hier ist das Schlafzimmer. Ich meine, es ist unmöglich, dass man... Ja gut, da musst du schon festen Schlaf haben, dass jemand sich da wäscht und du liegst hier und dann macht da jemand Wasser an und... Keine Ahnung. Naja, im Großen und Ganzen, ja gut, was soll ich sagen? Ist trotzdem, gefällt mir das trotzdem hier. Also die Bude gefällt mir schon irgendwie. Trotz dessen, dass da jetzt alles nicht so korrekt ist, nicht schön ist und nicht so toll ist. Trotzdem ist das eigentlich keine schlechte Entscheidung, die er gemacht hat. Ja. Ja gut. Ja. So viel dazu. Dann bis später.